Ich begrüße euch, meine Lieben. Ja, ich bin jetzt bei den Sternzeichenlegungen für den Monat Oktober und hier geht es jetzt um das Sternzeichen der Jungfrau. Das heißt, auch alle, die den Aszendenten oder die Jungfrau im Mond, im Sonnenzeichen haben, können sich hier vielleicht in dieser Legung wiederfinden. Das Ganze wird sich jetzt so gestalten. Es gibt hier eine Überschriftskarte für den ganzen Monat aus dem Krafttier-Orakel-Deck. Ja, das wisst ihr, das mache ich sehr gerne, weil ich finde, die Krafttiere sind immer sehr aussagekräftig und man kann das gut umsetzen auf den Folgekarten. Und dann seht ihr hier vier verschiedene Lenormand-Decks. Das ist einmal das Epic Lenormand, das Miyamondo Lenormand, Timus Lichtblick Lenormand und Golden Magic Lenormand von Gabriele Mokros. Diese vier Kartendecks stehen für 1., 2., 3. und 4. Oktoberwoche. Und aus jedem dieser Decks werde ich drei Karten ziehen und damit in die Deutung gehen. Zum Abschluss gibt es dann noch eine Karte aus dem Deck Intuition von Martin Zoller. Die ist ähnlich zu beschreiben wie die Krafttierkarte. Die Krafttierkarte ist so die Überschrift für den kommenden Monat. Und die Intuitionskarte, die unterstreicht meistens das hier Gesagte und manifestiert hier die eine oder andere Aussage noch. Deshalb auch die gerne von mir verwendet. So, für all diejenigen, ihr seht ja, die Karten müssen jetzt hier einzeln gemischt werden. Wenn das zu lange dauert, ich werde einen Zeitstempel reinsetzen, sodass diejenigen dann direkt auf den Zeitstempel klicken und in der Deutung sind. Für alle anderen werde ich jetzt erstmal jeweils die drei Karten rausziehen und euch noch einmal darauf hinweisen, auch das heute ist wieder eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen hier können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Also da müsst ihr mal in euch reinhorchen. Und wie gesagt, ich weise auch immer wieder darauf hin, bei den Monatslegungen ist es nicht verkehrt, so nach ein, zwei Wochen nochmal reinzuhorchen und das Ganze so Revue passieren lassen. Was ist denn von dem eingetroffen, was sie hier für die ersten zwei Wochen zum Beispiel gesagt hat? Ist da alles eingetroffen? Ist vieles eingetroffen? Dann kann man doch davon ausgehen, dass der Rest auch passend ist. Also so solltet ihr da rangehen. Und nicht enttäuscht sein, wenn es auch mal nicht zutreffend ist. Ich sehe hier leider, muss ich sagen, in dem Fall leider, diese Bewegung bei den Abonnentenzahlen. Das heißt, man hat so das Gefühl, da sind einige, die das Glöckchen aktivieren, so nach dem Motto, wow, das war eine tolle Legung. Da hat ja alles zu mir und auf mich gepasst. Aber bei der zweiten oder dritten Legung, na, da passt ja überhaupt nichts mehr. Dann beende ich das Abo. Und das ist etwas, ja, ich kann es nicht verstehen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich, um Gottes Willen, ich kann hier keinen zwingen, will ich auch nicht. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man von einer Sache hellauf begeistert ist und nur weil es dann nicht immer alles so passt, das sofort in Frage stelle. Aber ja, wie gesagt, es ist eure Entscheidung. Für mich ist es ein bisschen enttäuschend, weil ich natürlich bestrebt bin, in der YouTube-Community aufzusteigen. Und das ist für mich euer, ja, euer Dankeschön, das Abonnieren des Glöckchens. Ich freue mich über jeden Daumen hoch und wirklich über die vielen netten Kommentare, die ihr da lasst. Aber sichtbar für mich sind die Abonnentenzahlen. Und das ist etwas, ja, wo ich sehe, ihr seid mit dem, was ich hier für euch mache, zufrieden. Ihr erfreut euch an dem und dann setze ich es natürlich auch gerne fort. Das ist einfach so, ja, das Ding
mich weiter zu motivieren, sage ich es mal so. Also folgedessen, überlegt es euch gut, wenn ihr ein Abo abschließt, aber wenn ihr unsicher seid, dann solltet ihr es natürlich lassen. Aber nur das Abo gleich wieder in Frage zu stellen, weil eine Legung vielleicht mal nicht so passend war, das halte ich jetzt persönlich, ist meine Meinung, für den falschen Weg. Aber nehmt es mir nicht übel, es ist keine Kritik, um Gottes Willen. Es ist ja hier alles frei und jeder entscheidet für sich. Aber es ist mir halt aufgefallen und ja, es ist für mich einfach nicht so nachvollziehbar. Aber nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt an und schauen, welches Krafttier begleitet die Jungfrau im Monat Oktober. Da haben wir die Ratte mit der Überschrift Charisma. Gut, die Ratte ist nicht gerade unser Lieblingstier, aber eine Zeit des Aufbruchs und des Neuanfangs steht bevor. Das heißt, sie bringt hier ja nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Hier hält sie für die Jungfraugeborenen etwas Besonderes bereit. Und da schauen wir, was wir hier in der ersten Woche haben. Wow, da haben wir euch als Fragesteller. Wir haben den Park und wir haben die Sonne. Das heißt, für die Jungfraugeborenen wird es hier gleich in der ersten Oktoberwoche ja zu Glück und Erfolg kommen. In irgendeiner Form, die mit der Öffentlichkeit zusammenhängt, in irgendeiner Situation. Das heißt, es kann mit Ämtern zu tun haben, dass es hier positive Nachrichten, positive Bewertungen gibt. Hier wartet auf jeden Fall Glück und Erfolg, was von der Gemeinschaft praktisch mit unterstützt wird und im Grunde genommen in Gang gesetzt wird. Und was dir als Fragesteller entgegenkommt. Für dich bedeutet es, wie gesagt, ein großes Glück und Erfolg. Und wir sehen, wie passend das wieder zur Überschriftskarte ist. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte, dass ich sage, die Krafttierkarten sind immer ein guter Hinweis, dass hier steht, die Zeit des Aufbruchs und des Neuanfangs steht bevor. Und das würde man hier eigentlich auch genau wieder erkennen. Ihr als Fragesteller, euch erwartet hier Glück und Erfolg im Zusammenhang mit der Gemeinschaft. Das heißt, mit Hilfe der Gemeinschaft, mit Unterstützung aus der Gemeinschaft. Etwas Positives erwartet euch hier. Und die zweite Woche, die hört auch damit nicht auf. Da haben wir die Sense, da haben wir den Hund und auch da in diesem Deck habt ihr noch einmal die höchste Glückskarte aus dem Lenormand, nämlich die Sonne. Das heißt mit der Sense, es ist jetzt die Zeit der Ernte. Ihr habt etwas in Gang gesetzt, wo man jetzt sieht, die Zeit des Aufbruchs und des Neuanfangs. Und genau das sehen wir hier in der ersten Woche. Ihr werdet unterstützt aus der Gemeinschaft. Hier kommt es zur Ernte. Es ist etwas, was ihr euch schon lange vorgenommen habt. Die Sense weist auf Ernte, auf Schnelligkeit, auf Überraschungen hin. Ihr werdet unterstützt von treuen, loyalen Freunden. Und auch die zweite Woche ist wieder überspielt von Glück und Erfolg. Begleitet von Glück und Erfolg. Das heißt, ihr habt die ersten zwei Oktoberwochen schon fantastische Aussichten, was hier auf euch wartet. In der dritten Oktoberwoche haben wir die Fische, wir haben die Lilien und wir haben den Bären. Die Fische muss man immer zweideutig sehen. Sie sprechen von Fülle. Fülle in emotionaler Richtung oder auch in finanzieller Richtung. Das ist etwas, was ihr aus eurer Situation zuordnen müsst. Man könnte jetzt hier sagen, das, was ihr gesehen habt, was hier in Glück und Erfolg endet, wo ihr unterstützt werdet, das kann durchaus
auch auf den finanziellen Bereich hinweisen. Es kann aber genauso gut auf euren familiären Bereich hindeuten. Das heißt, vielleicht habt ihr innerhalb der Familie viele Anspannungen gehabt, viel Aufregung, viel Stress, viel, ja, einfach viel um die Ohren. Wo man jetzt sagt, jetzt ist einfach so der Punkt da, wo man sagen muss, es kehrt Ruhe ein. Es kehrt hier Ruhe und Harmonie ein. Und das Ganze wird wirklich unterstützt durch deine eigene Kraft. Durch deine eigene Kraft und Stärke, die hier wirklich zum Ausdruck kommt. Sie kann für viele auch ein Hinweis sein, dass ihr hier noch einen älteren Menschen an eurer Seite habt, der euch unterstützt. Auch das spiegelt der Bär wieder. Wenn wir hier von Familie, Ruhe und Harmonie innerhalb der Familie ausgehen, dann könnte auch diese ältere Person eine ganz große, wichtige Rolle für euch spielen. Vielleicht gab es auch Probleme im Zusammenhang mit dieser älteren Person. Vielleicht, ja, war da emotional auch Anspannung drin innerhalb der Familie. Aber jetzt kommen wir hier wieder in Ruhe und in Harmonie. Und die vierte Oktoberwoche hält für die Jungfrauen hier das Kreuz, den Berg und den Baum bereit. Das heißt, das Schicksal spielt in der vierten Woche noch einmal mit. Das heißt, es werden Blockaden und Hindernisse aus dem Weg geräumt. Ihr seid ja unterstützt von Glück und Erfolg in doppelter Fassung. Das heißt, diese Blockaden und Hindernisse, die werdet ihr schicksalhaft schnell beseitigen. Ihr kommt hier mit dem Baum in die Gesundung, ins Wachstum und zur Kraft. Ihr entwickelt wieder Kraft und, ja, Stärke. Genau die Stärke, die man auch hier in der dritten Woche sagte beim Bären. Eure Stärke oder eine kraftvolle Unterstützung innerhalb der Familie. Auf jeden Fall wird es für die Jungfraugeborenen ein Monat werden, der viel Positives bereithält und der mir auch hier im Kartenblatt sichtbar macht, dass die Überschrift genau passend ist, nämlich die Zeit des Aufbruchs und des Neuanfangs. Der Neuanfang ist hier eigentlich deutlich sichtbar. Auch hier, das Schicksal spielt mit. Das Schicksal räumt Blockaden und Hindernisse mit aus dem Weg und verhilft euch, euch wirklich neu zu verwurzeln, neu in die Gesundung und in die Kraft zurückzufinden. Und wir schauen, was die Intuition sagen. Auch sehr passend. Verantwortung. Vielleicht ist es bei vielen Jungfraugeborenen die Verantwortung innerhalb der Familie. Das heißt, wenn ihr da, was ich ja sagte, Probleme hattet, Auseinandersetzungen, wo irgendwas den Familienfrieden gestört hat, dann habt ihr jetzt die Chance, im Oktober wieder die Ruhe reinzubringen. Und das Büchlein sagt, übernimm Verantwortung für dich und für andere. Du musst dich ganz nach oben in der Hierarchie stellen. Sei Führer, sei Vorbild und zeige anderen, dass sie dir vertrauen können. Und genau das ist wieder sehr, sehr passend. Du zeigst hier deine Kraft und Stärke. Und damit zeigst du, ihr könnt mir vertrauen. Hier Ruhe, Harmonie wieder ins Familienumfeld bringen. Emotionale Fülle kann es auch für viele heißen. Aber es kann auch die finanzielle Fülle dargestellt werden. Das heißt, schicksalhaft werdet ihr wachsen. Ihr werdet wachsen und gesunden und könnt euch völlig neu verwurzeln. Meine lieben Jungfrauen, ich denke, auch
für euch eine sehr abwechslungsreiche, aber mit Sicherheit eine bereichernde Legung, ein bereichernder Monat, der hier im Oktober auf euch wartet. Ich wünsche euch einen fantastischen Oktober und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch. Bis bald.